Herzlich willkommen zurück beim Odyssey Entdeckungstour Dingens Bums, Bums vom Dings und Dings vom Bums. Gut, ich habe dich erhört und gehört, Ronny. Wir werden heute wieder die Stationen machen. Muss man verzeihen, aber ich persönlich mag das auch einfach irgendwie irgendwo da durch diese griechische Welt zu hopsen. Das weiß ich nicht, ich mag das einfach. Wird da wahrscheinlich eher schon aufgefallen sein, dass ich so ein bisschen so Mythologie und geschichtsangehaucht bin, gell? Also, es ist halt immer schwierig, weißt du, wenn du. Der eine mag das, der andere mag das nicht, der eine mag das, dort und da, tralali und tralala. Du kennst ja die Geschichten eh selber auch, gell? Gut, wir werden heute wieder eine kleine Tour starten. Ich hab dabei eine Zigarette, die gerade brennt, einen Kaffee und eine Cola. Ja, es ist jetzt 00:30 Uhr in der Nacht und ich hätte mir gedacht, was nehmen wir denn? Touren anzeigen, Alltag, Politik oder Philosophie? Wisst ihr was oder weißt du was? Machen wir so. Wir werden da in puncto Politik weitermachen. Das dauert 6 Stationen, 13 Minuten. Dein Charakter wird an diesen Standort bewegt. Ja, bitteschön, ich werde zu Dank verpflichtet, Spiel. Würdest du diesen Schritt erwägen? Super, heute redet er wieder ganz schlau. Und sorry, dass jetzt fast über eine Woche nichts gekommen ist vom Entdeckungsmodus. Aber ich habe auf den komplett vergessen. Ich habe wirklich vergessen aufzunehmen. Gut. Müssen wir da her? Anscheinend. Ja, wurscht. 6 Stationen, 13 Minuten. Sei gegrüßt. Du stehst in Spartas politischem Zentrum, wo die wichtigsten Entscheidungen der Stadt gefällt wurden. Es ist eine große Ehre. Was hältst du von diesem Ort? Auf dem Schlachtfeld mögen die Spartaner unvergleichlich gewesen sein, aber einige Dinge löst man besser durch geistigen Austausch als mit klingenden Schwertern. Nicht viele, wohlgemerkt, aber einige. Ja, beginnen wir. Spartas politisches System war einzigartig in der griechischen Welt. Während die Athener Stunden damit verschwendeten, zu jammern und ununterbrochen zu reden, fällten die spartanischen Könige ihre Entscheidungen schnell und wohl überlegt. Sie bevorzugten Taten, nicht Worte. Suche mich wieder auf, sobald dein Besuch beendet ist. Dann unterhalten wir uns weiter. Bis dahin. So eine unfreundliche Warzen, ha? Huh? Dass sowas Blödes gibt. Gut. Entschuldigung. Wenn das einmal irgendwer sieht, ich meine, dass du, Ronny und Marlene, vor den, ich weiß jetzt nicht, Marlene, bist du vor den auch begeistert, vor den ganzen Entdeckungstour-Dingenskirchen? Ich kann jetzt momentan nur euch zwei ansprechen. Adventure Exploring kann ich auch ansprechen, falls ihr wieder mal zuschaut, diesen Modus da. Wer mag und wer will, im April oder jetzt noch im März ist ein Video über den Story Creator Mode geplant. Ich zeige euch dann, um was da genauer geht. Und wer Interesse hat, kann sich gerne einschalten. Ich habe nämlich vor, selber eine Quest zu gestalten in Odyssey. Vielleicht gefällt sie irgendwann die Idee dann, aber bis dahin
befassen wir uns jetzt mit dem Entdeckungstour-Modus. Spartas politisches System unterschied sich von den meisten anderen. Eines der markantesten Merkmale war, dass Sparta von zwei Königen beherrscht wurde. Diese Könige kamen aus zwei unterschiedlichen Geschlechtern, den Eurypontiden und den Agiaden, die angeblich beide von Herakles abstammten. Beide Könige hatten dieselbe Macht. Traten Streitigkeiten zwischen ihnen auf, wurden diese von den Ephoren geschlichtet. Wenn aber einer der Könige charismatischer oder erfahrener war, konnte er die Entscheidung des schwächeren Königs beeinflussen. Tetradrachme aus Sparta, griechisch Lakedaimon, mit Darstellung von Kleomenes, dem Zweiten, 235 bis 221 vor unserer Zeit, auf der Vorderseite und Artemis Orthea auf der Rückseite, 227 bis 222 vor unserer Zeit, hellenistisches Griechenland. Mehr erfahren? Ah ja, da ist wieder so viel zum Lesen. Kurz einen Blick bitte. Ich habe heute im Laufe des Tages meine Stimme gut geschmiert, also sollte, oder meine Stimmbänder, also soll es funktionieren. Schauen wir mal. Zwei Könige. Xenophon, der die Biografie des spartanischen Königs Agesilaos verfasste, berichtet, dass die Ephoren Spartas monatlich im Beisein der beiden Könige einen Schwur ablegten. Sie sollen dabei gelobt haben, das Königtum zu beschützen, solange die Könige die Gesetze von Sparta befolgten. Ursprünglich kamen Spartas Könige immer aus zwei verschiedenen Familien. In der hellenistischen Epoche brach Kleomenes III. Jedoch mit dieser Tradition und setzte seinen Bruder auf den zweiten Thron. Okay, das drunter haben wir dann eh schon gelesen. Okay. Hi, mein Kleiner. Ja, wir kennen uns schon aus dem Spiel, gell? Jo. Hoppala. Spartanische Könige hatten mehrere Verantwortlichkeiten und Aufgaben. Da sie für ihre Lebenszeit zum Magistrat bestimmt waren, fungierten sie als Priester und als Strategen Spartas. Ihre Pflichten umfassten alles, von der Politik bis zur Justiz. Ursprünglich führten in Kriegszeiten beide Könige militärische Feldzüge. Aber ab 507 vor unserer Zeitrechnung konnte nur noch einer der beiden die Streitmacht anführen. Auf dem Schlachtfeld wurden die Könige von 300 Elitesoldaten beschützt. Aber das Leben des Königs bestand nicht nur aus Arbeit und Kampf, sie genossen auch besondere Privilegien. Spartanische Könige lebten auf Kosten der Stadt, besaßen königliche Besitztümer in den periökischen Städten in der Umgebung und erhielten auch den Großteil der Kriegsgewinne. Wenn sie starben, wurden sie mit besonderen Ehren beigesetzt. Das Volk betrauerte sie in einem Zeitraum von 10 Tagen. Bronzemünze aus Sparta, die auf der Vorderseite die Dioskuren zeigt, die Beschützer und Könige von Sparta, 35 bis 31 vor unserer Zeit. Mehr erfahren bitte. Zuständigkeiten. In der klassischen Zeit wurde mehreren Königen von Sparta, Kleomenes, Pausanias, Archidamos und Aegis, kann das Aegis heißen? Aegis II, von der Gerusia vorgeworfen, sie würden die Politik zu persönlichen Zwecken missbrauchen. Während der Perserkriege führten die Könige zudem die Flotten als Nauarchen Admiräle an und so reichte ihre Macht weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Das Doppelkönigtum und die Überwachung der Könige durch die Ephoren sollten neben anderen Maßnahmen dafür sorgen, dass die Macht der spartanischen Könige begrenzt blieb. Bildbeschreibung: Bronzemünze aus Sparta, die auf der Vorderseite die Dioskuren. Okay, das haben wir aber, glaube ich, eh schon gelesen, jetzt im letzten Bildschirm. Also auf gut Deutsch gesagt, die Könige von damals waren eigentlich, wie soll ich das jetzt am blödesten erklären, die Könige der damaligen Zeit sind im Prinzip nichts anderes wie Politiker heute. So ist es. Der Bärsch hat einen Überchecker heute, Wahnsinn, ha? Gut. Folgendes, sollte mir irgendeinmal
Sollten mir irgendwann einmal Aussagen ausrutschen, die irgendwo angesiedelt sind zwischen Zynismus, Sarkasmus, Selbstironie. Ich bin so, tut mir leid. Ich versuche mittlerweile die Welt aus einer differenzierten Sicht zu verstehen. In der Hinsicht, dass ich mir heute sage, okay, diese kleine blaue Kugel hat ein Rad ab. Egal aus was für einer Blickrichtung du was siehst, ich werde da immer als Antwort geben, ja, was soll ich jetzt machen? Abwarten und Bier trinken. Es ist leider für meines Erachtens noch momentan eine Frage des wie soll ich das erklären? Du musst da mittlerweile wirklich aufpassen, was du sagst und wie du das sagst. Wir bewegen uns momentan gesellschaftlich. Warte mal, was habe ich das letzte Mal gehört für einen schönen Ausdruck, der eigentlich passend dazu ist? Wir stehen eigentlich in der wie zu Zeiten der römischen Dekadenz da. Einfach ein bisschen durchgeknallt. Ja, durchgeknallt ist eigentlich der richtige Ausdruck dafür. Ich meine, das ist halt mittlerweile meine Sicht der Dinge, gell? Muss nicht jeder teilen. Aber ab und zu, wenn ich so jetzt lese und schaue, was sich weltweit bewegt und wie die Gesellschaft voranschreitet an sich selber, stelle ich mir die Frage, wohin wird das noch führen? Ich weiß es nicht. Wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum ich mit meiner Freundin kein Kind habe oder wir beide gemeinsam kein Kind wollen. Aus dem einfachen Grund, ich persönlich, wenn ich dann älter bin, ich werde jetzt 39, habe ich schon gesagt, wenn ich dann einmal 50, 60, 70 bin und ich muss dann mit schweren Herzens zusagen, in was für ein Scheißdreck, dass mein Kind dann größer wird, es würde mir das Herz brechen. So, und nun wird unser kleiner Freund Icarus die Hand von Cassandra wieder verlassen. Wir haben die nächste Tour vor uns. Entschuldigung für die kleine Abschweife. Den Königen Spartas wurden viele wichtige religiöse Ehren zuteil. So waren sie verantwortlich für die Opferungen während der Kriegszüge, aber auch zu Hause. Die Könige erhielten bei allen Gemeinschaftsmahlzeiten die doppelte Fleischration und sie waren die Ersten, die Trankopfer darboten. Weiterhin vollzogen sie als Priester öffentliche Opferzeremonien und erinnerten die Bevölkerung damit an ihre göttliche Verbindung zu Herakles und Zeus. Königtum und Religion, attisches, rotfiguriges Gefäß, Opferszene. Aha, okay. 510 bis 500 vor unserer Zeit, archaisches Griechenland. Mehr erfahren. Königtum und Religion. Ach du Scheiße. Ich würde euch jetzt aber nicht sagen, beim ersten Mal hinschauen, was ich da jetzt geglaubt habe. Alter, Buh. Dein Hirn ist halt auch schon matschig wie Brei. Königtum und Religion. Zu den religiösen Pflichten der Könige Spartas gehörte auch die Ernennung der Pythia, jener Priester, die die Prophezeiungen des Orakels von Delphi in Empfang nahmen. Die Pythia spielten in Sparta eine bedeutende Rolle, denn ihr Vorwissen konnte den Königen bei der Planung ihrer Feldzüge nützlich sein. Die Könige Spartas galten als Nachfahren des Zeus, daher dienten sie als hohe Priester des Zeus und genossen während der religiösen Rituale und auch auf dem Schlachtfeld viele Privilegien. Bildbeschreibung, das haben wir schon gelesen. Da entlang. Nein, Entschuldigung, ab und zu überkommt es mir dann so, dass ich kurzzeitig einmal unverblümt, naiv, kindisch ein bisschen meine Meinung darstellen muss. Das hat ja jeder einmal, gell? Nur ist halt leider das Kindliche im Menschen schon ein bisschen verloren gegangen, kommt mir mittlerweile vor. Ich habe zwei Arbeitskollegen, darunter ein Mädel, zarte 19 und 21 Jahre jung, beide. Du merkst so richtig, in der Generation, wo die daherkommen oder wo die außer sind,
Da ist ein Faktor oder eine Charaktereigenschaft geht immer mehr verloren. Selbstironie. Ich kann so dermaßen über mich selber lachen. Ich kann so dermaßen über mich Witze reißen. So wie, weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel heute, weiß ich nicht, ich kann eigentlich sehr über mich selber lachen, wenn ich wieder einen Scheißdreck gebaut habe oder wenn ich botschert bin. Ne? Also es geht so viele Dinge verloren. Es gingen so viele Dinge verloren, die für mich eigentlich noch zum Menschsein gehören. Selbstironie zum Beispiel, wie ich jetzt gerade angeredet habe. Das mag es jetzt bitte für etwaige Zuseher blöd anhuchen. Manch einer mag vielleicht sagen, das soll ich, weiß ich nicht. Man könnte in der Neuzeit auch Hate dazu sagen, aber das ist es nicht. Wenn mir jetzt gerade ein Reim auf der Floskel sitzt, dann hau ich den einfach aus. Ich merke ja dann eh, ob der Mensch damit zurechtkommt oder nicht. Manche kommen da damit zusammen, manche wieder nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Ich habe das letzte Mal einen Arbeitskollegen gleich kurz erzählt und wenn die Episode hat ein bisschen länger dauert, ist mir das auch scheißegal. Ich bin ja da nicht so. Ich habe das letzte Mal, das bin halt wieder ich, gell. Ich habe zwei Arbeitskollegen, beziehungsweise bei mir in der Firma, nach der Haken gehen wir duschen und hin und her und bla bla bla. Und ich, Idiot, habe halt dann, ja, so meine Untergatte, da eine Untergatte auf eine zum Anziehen halt, eine Untergatte vergessen. Und da habe ich gedacht, super, was mache ich jetzt? Das ist ja wurscht, ich habe einfach die Hosen drüber aufgezogen, ohne die Jeans anzogen ohne Untergatte. Und dann haben sie mir jetzt auf die Schippe genommen, ne? Von wegen, ja, was ist, jetzt keine Untergatte oder was, ne? Oder hast keine Untergatte mehr oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gesagt, du musst es aus der Sicht sehen. Wenn du zur Freundin fährst, geht das schneller beim Vögeln, gell? Also, Selbstironie, ein bisschen Zynismus, ein bisschen Sarkasmus dazu, das ist eine feine Prise Humor, die mag ich einfach, gell? Interessantes Thema, gell? Die Aufseher waren 5 Archonten, die von der spartanischen Volksversammlung gewählt wurden. Sie waren spartanische Bürger über 30 und dienten ein Jahr lang, ohne danach wiedergewählt werden zu können. Die Ephoren spielten eine wichtige Rolle in der Verwaltung der Stadt und galten als demokratischste Vertreter des politischen Systems Spartas. Sie besaßen richterliche Macht und befahlen auch die Entsendung der spartanischen Armee in Kriegszeiten. Zusätzlich zur Aufsicht über die Agoge, dem spartanischen Erziehungssystem, trafen sie sich und verhandelten mit Abgesandten anderer Staaten. Sie waren zwar nicht so mächtig wie die 2 Könige, hatten aber trotzdem großen Einfluss auf die Angelegenheiten Spartas. Lycurgos holt sich Rat von der Pythia, Zeichnung von Eugene Delacroix. Eugene Delacroix, oder so irgendwie. 1798 bis 1863, 19. Jahrhundert, Neuzeit. Mehr erfahren, bitte. Ich weiß, irgendwann mal, wann war das? Vorvorige Ausgabe, glaube ich, ne? Wo ich erzählt habe, für das, dass die damals, zu der Zeit, wo dieser Delacroix gelebt hat, haben die eigentlich mit Pinsel und Papier, wunderschöne Gemälde bastelt, gemalt, fabriziert. Wie gesagt, das schaut, also ein relativ angenehm zu betrachtendes Gemälde da im Hintergrund. Gut, machen wir gleich weiter, weil sonst wird euch ja langweilig, dann schlaft es mir auch noch. Kenny, der Kanal, wo du gut schlafen kannst. Ich bin heute ein bisschen sehr redselig, weil ich heute einfach das, also die momentan so ein bisschen das Bedürfnis reden. Ephoren und Gesetz. Es gibt 4 verschiedene Theorien über den Ursprung der Ephoren. Die erste bringt sie mit dem Gesetzgeber Lycurgos in Verbindung, der sie als Hüter des Gemeinwesens eingesetzt haben soll. Die zweite Theorie besagt, dass sie von König
Theopompos, ja, das ist ein Name, nach dem ersten messenischen Krieg einberufen wurden. Die dritte Theorie geht davon aus, dass die Ephoren Beamte waren, die irgendwann die kriegsbedingte Abwesenheit des Königs ausgenutzt hatten, um ihre eigene Macht auszubauen. Warte mal ganz kurz. Die dritte Theorie, das mit dem Königs Abwesenheit und eigene Macht auszubauen, lass mich kurz nachdenken. Wie hat der politische Mitspieler von Napoleon geheißen? Das war ja so ein Intrigenschieber beim Napoleon, ne? Der war so wie der Napoleon ins Exil verbannt worden ist, nachdem er die Schlachten alle verloren hat. Ist er ins Exil beseitigt worden, hin und her, bla bla bla. Und in der Zwischenzeit hat er dann mitunter sein Mitbestreiter oder sein Intrigant dahinter, ist er dann in der Zwischenzeit in den 10 Monaten, 12 Monaten, wo der Napoleon im Exil war, hat er ja dann mitunter die Staatsmacht an sich gerissen. Ne? Wenn mir der Name einfällt von diesem sympathischen Herrn, sage ich dann auch noch. Die letzte Theorie verortet diese Machtbefugnis der Ephoren in die Mitte des 6. Jahrhunderts vor unserer Zeit und macht Chilon verantwortlich, der selbst eine Ephore und einer der 7 Weisen von Griechenland war. Er wollte eine neue Instanz schaffen, die das Volk der Willkür und des Königs und dem stets drohenden Abfall in eine Tyrannei schützen sollte. Aha. Obwohl all diese Theorien unter den Wissenschaftlern kontrovers diskutiert werden, geht man davon aus, dass es die Ephoren schon seit dem 8. Jahrhundert vor unserer Zeit gab und dass sie ihre Funktion als Hüter der Bürgerrechte spätestens im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit übernahmen. Man kann wohl behaupten, dass sie dadurch zum demokratischsten Element im politischen System Spartas wurden. Die Bildbeschreibung kennen wir jetzt eh schon. Laufen wir gleich zum 5. Ziel. Die Gerusia war der spartanische Ältestenrat. Dieser bestand aus den 2 Königen sowie 28 alten Männern, die man Geronten nannte. Bei diesen handelte es sich um Spartiaten über 60. Ab diesem Alter waren die Männer vom Militärdienst freigestellt. Sie wurden von der Volksversammlung auf Lebenszeit ernannt. Die Gerusia kümmerte sich um legislative und finanzielle Themen, ähnlich der Athener Bule. Sie konnte bei der Volksversammlung Gesetzesvorschläge und Anträge einreichen und Entscheidungen mit einem Veto blockieren. Um sicherzustellen, dass das Vetorecht die Volksversammlung nicht schwächte, wurden Ephoren eingesetzt, um die Gerusia zu kontrollieren und das Machtgleichgewicht zu gewährleisten. Das ermöglichte Sparta, mehr Gerechtigkeit in seinem politischen System einzubauen. Lykurgos zeigt der Gerusia den Thronerben, Gemälde von Alexandre Denis Abdel de Puyol. Alter, das sind Namen, die kann ich nicht einmal hursten. 1785 bis 1861. Mehr erfahren. Ach du Scheiße. Das ist zum Beispiel so ein Gemälde, wo ich mir denke, wie viel Zeit haben die damit verbracht, dies zu zeichnen? Weil es ist ja doch für die damalige Zeit, wir reden da jetzt davon, von 1785. Vor 17, 18. Jahrhundert. Es ist ja doch sehr detailreich, wenn du da mal so schaust. Ne? Und wenn da eins aufgefallen ist, Entschuldigung, ich glaube, das ist jetzt ein Detail, das ist relativ unwichtig, aber die waren ja damals eigentlich nur, trotz des simplen Lebens, was die damals geführt haben, haben die alle zusammen, so wie du es jetzt auf die Gemälde immer wieder sehen wirst, die haben ja nur so, ist das Samt oder Seide? Samt oder Seide, was die da
um ihre das, was man halt Kadaver nennt, gebunden haben. Ne? Gut, ich reihe halt schon wieder so viel Schaß. Gut, die Gerusia. Laut Plutarch soll die große Rhetra auf einen delphischen Orakelspruch zurückgehen, den der legendäre Gesetzgeber Lykurgos nach Sparta brachte. Das Orakel übergab dem Lykurgos so angeblich die Eunomia, die guten Gesetze von Sparta. Die Eunomia wurde oft fälschlicherweise als die Verfassung von Sparta bezeichnet. Jedoch deutet vieles darauf hin, dass sie keine Verfassung war, sondern vor allem die Gesetzestreue der Bürger Spartas zum Thema hatte. Generell bezog sich die große Rhetra auf Veränderungen und Anpassungen der Institutionen und Gesetze von Sparta. Der exakte Ursprung des Textes ist unklar. In ihm wurde vorgeschlagen, die Menschen in Phylen, Stämme oder Sippen und oben regionale Unterteilungen einzuteilen. Er betonte zudem die Bedeutung der Verfassungsorgane Spartas, zu denen auch die Gerusia mit ihren proboleutischen vorberatenden Rechten und ihrem Vetorecht gehörte. Anscheinend hat die große Rhetra den Bürgern von Sparta mehr Macht verliehen und auch die Hopliten mit den nötigen politischen Mitsprachrechten ausgestattet, um an der Regierung teilzuhaben. Diese Machtverteilung verhinderte auch den Aufstieg der Tyrannen, die in anderen Städten der archaischen Zeit die Norm waren. Und zu denen berühmte Herrscher wie Phaidon von Argos, Orthagoras von Sikion und... Alter, das sind Namen, die kann ich nicht einmal buchstabieren. Und Kypselos von Korinth zählten. Die Bildbeschreibung kennen wir schon. Schließen. Das, Leute, da kriegst du mehr Durst vom Reden als alles andere. Das ist dann für heute die letzte Station. Das hat eine halbe Stunde, so lange wollte ich gar nicht aufnehmen. Die spartanische Volksversammlung namens Apella wurde aus spartanischen Bürgern über 30 gebildet. Der genaue Versammlungsort bleibt unbekannt, aber der Vorsitz oblag einem besonderen Mitglied der Ephoren, dem eponymen Ephoren. Die Apella besaß begrenzte Autorität, da jede ihrer Entscheidungen von der Gerusia abgelehnt werden konnte. Doch dank der Anstrengungen der Ephoren spielte sie trotzdem eine wichtige Rolle in der spartanischen Gesellschaft. Die Apella kümmerte sich um Dinge wie die Außenpolitik, Kriegserklärungen, Friedensverhandlungen und mehr. Außerdem wählte sie Ephoren und die Mitglieder der Gerusia und konnte Fremden politische Rechte zugestehen oder sie aus dem spartanischen Bürgertum ausschließen. Anders als bei den vielfältigen Funktionen der Athener Volksversammlung sind die exakten Details der Entscheidungsfindung der Apella unbekannt. Überreste des Theaters auf der Akropolis von Sparta mit dem Taygetos-Gebirge im Hintergrund 2017. Entschuldigung, warte mal ganz kurz. RB ist da. Okay. Der Rat von Sparta, Lykurgos, der legendäre Gesetzgeber von Sparta, der angeblich in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor unserer Zeit lebte, ist eine schwer zu fassende Person. Er wird von vielen antiken Schriftstellern erwähnt, darunter Herodotos, Xenophon und Plutarch. Dennoch ist unsicher, ob er tatsächlich existiert hat oder ob es sich um eine symbolische Gestalt handelt, die in Verbindung mit den sozialen und politischen Reformen der damaligen Zeit in Sparta geschaffen wurde. In Lykurgos Biografie schreibt Plutarch, der Reformer habe Kreta, Kleinasien und Ägypten bereist. Danach sei er nach Sparta zurückgekehrt und habe das Orakel von Delphi aufgesucht, um Spartas neue Gesetze zu empfangen. Plutarch berichtet weiter, dass Lykurgos, nachdem er die Reformen nach Sparta gebracht hatte, nach Delphi zurückgekehrt sei, um den Apollon ein Opfer darzubringen. Dies ist das letzte Mal, dass die Quellen über ihn berichten. Überreste des Theaters aber können wir schon schließen.
zum Fremdenführer zurückkehren. Ich sehe, bist du fertig. Ich hoffe, dass du nun mehr über die inneren Zusammenhänge der spartanischen Politik weißt. Unsere Art des Herrschens war, gelinde gesagt, unkonventionell, aber sie diente unseren Zwecken sehr gut. Was möchtest du gern tun? Ich bin bereit für ein Quiz. Bring mich zum nächsten... das reicht fürs Erste. Lebe wohl. Mögen deine Reisen sicher und sorgenfrei sein. Politik von Sparta, Tour abgeschlossen. Okay, machen wir es so. Machen wir jetzt Deal or No Deal. Wir werden es in Zukunft so machen. Wir werden 2 bis 3 Episoden die Tour machen, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann werden wir zwischen eine Folge wieder die Karte erkunden. So wie wir es dort das vorletzte Mal, oder das letzte Mal gemacht haben, so würde ich sagen. So ein bisschen eine Abwechslung und da die ganzen Orte noch ein bisschen durchanschauen. Wie du siehst, die Karte ist riesengroß und da lässt sich sicher noch einiges entdecken. Und ja, unentdeckt. Ja, genau. Also dann, ich wünsche dir dabei was. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt dabei und auch mein Gebrabbel war da nicht zu lästig. Ja, und somit kann ich dabei nur sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Lust und Laune deinerseits. Und falls irgendwelche Kritikpunkte da sind, bitte ab in die Kommentare damit. Und ich werde mich dieser dann widmen und darüber einen kleinen Podcast machen. Bis zum nächsten Mal und Baba.